Angeht ihr davon? Ja, ich möchte euch die Pandora vorstellen. Die Pandora ist eine Open-Source-Konsole, die von Privatleuten entwickelt, designt und... Die machen die richtig. Ja. Hier sind auch frei. Also von Privatleuten designt und auch in Kleinserie produziert wird. Die Pandora ist eine Nachfolgekonsole, auch einer Handheld-Konsole, einer Open-Source-Konsole, die nannte sich G2X oder GP2 oder sowas in der Richtung. Sah so ähnlich aus wie ein Nintendo Game Boy seiner Zeit, aber man hat eben eingesehen, dass diese Konsole für aktuelle Systeme, gerade so für Amiga-Emulation und ähnliche Geschichten, nicht mehr ausreichend war. Und daraus entstand dann halt die Idee und die Entwicklung der Pandora. Die Pandora nutzt eines der leistungsfähigsten System on a Chip, ein sogenanntes SoC, die derzeit momentan auf dem Markt ist. Der geht gleich wieder an. Aktuell brauche ich nicht. Nämlich den Texas Instruments OMAP 3530. Da drin steckt ein Prozessor, der mit 600 MHz getaktet ist, wobei das gesamte System ohne weiteres in der Lage ist, auch auf 800 oder 900 MHz hochgetaktet zu werden. Da steuern sogar die einzelnen Programme oder Emulatoren oder auch Spiele von sich aus selbstständig, dass praktisch derjenige, der dann ein solches Spiel oder einen solchen Emulator auf diese Maschine umgesetzt hat, erkannt hat, dass er mehr Leistung braucht, und dann wird automatisch beim Start des Ganzen eben der Takt dann an der Stelle hochgesetzt. 256 MB DDR333 SD-RAM sind drin, also ein ganz ordentlicher Arbeitsspeicher, und 512 MB Flash-Speicher für die Systemdateien. Er hat Audio- und Videoprozessor, da ist also auch noch ein 430 MHz digitaler Signalprozessor drin, ein DSP, und nicht zuletzt auch noch eine PowerVR OpenGL, also eine 3D-Hardware. Also insgesamt verfügt diese kleine Konsole über drei Prozessoren. Zusätzlich eingebautes WLAN, Wireless LAN, standardmäßig mit dabei. Bluetooth in der Version 2.0 auch noch mit drauf. Der Bildschirm ist 800x480 Bildpunkte groß, also für die kleine Größe wirklich eine ganz tolle Auflösung, 4,3 Zoll ist das insgesamt, 16 Millionen Farben und auch ein ganz vernünftiges Kontrastverhältnis. Er hat eingebaut, das ist eben das große Besondere, zwei analoge Controller, zusätzlich dazu noch einen digitalen Controller, ein digitales Pad und vier Steuerungstasten, so wie man das von der PlayStation-Konsole, von den Controllern soweit auch kennt. Er hat auf der Vorderseite einen Kopfhörerausgang. Zusätzlich auch noch eingebaut zwei Lautsprecher, rechts und links neben dem Monitor. Ein eingebautes Mikrofon sowie Stereo-Ein- und Ausgänge sind insgesamt auf dem Gerät auch noch vorhanden. Und das ist eben das große Besondere. Bislang hatten alle Konsolen, die es da bis dato in dieser Richtung gab, keine Tastatur mit dabei, beziehungsweise nur rudimentäre Tasten. Hier ist jetzt zum ersten Mal eine vollwertige Tastatur mit untergebracht worden, 43 Tasten, komplettes QWERTY-Ausrichtung und noch zusätzlich im oberen Bereich Funktionstasten, sodass also auch zum Beispiel bei einer Amiga-Emulation, wenn man da irgendwelche Spiele spielen möchte, die über Tastatursteuerung nur vernünftig und ordentlich funktionieren, dass auch diese dann einwandfrei funktionieren. Eine der großen Besonderheiten, die ich finde, das Gerät auch sehr interessant machen, ist der Umstand, es hat einen USB 2.0 Host mit eingebaut. Das bedeutet, man kann hier über USB nicht nur irgendwie auf das Gerät zugreifen und es wie ein Speicherstick oder ähnliches benutzen, sondern das Gerät selber ist in der Lage, USB-Geräte zu betreiben. Darunter fallen USB-Sticks, die schließt man einfach an und hat sofort Zugriff auf die ganze Geschichte. Mäuse, Tastaturen, Drucker, also im Grunde genommen ist die Vielfalt bei USB fast unendlich. Und alles, was irgendwo von Linux, vom aktuellen Kernel 2.6 unterstützt wird, wird auch von dieser Maschine unterstützt. Es gibt schon Leute, die haben auf die Art und Weise UMTS-Modems angeschlossen oder externe Festplatten, um dann da irgendwelche Daten mit hin und her zu kopieren. Also da ist das System sehr, sehr offen.
Ja, weitere UARTs sind dann noch drin, Hardware, Hacking, Robotersteuerung und solche Geschichten. Man kann also über die Schnittstellen auf der Rückseite noch das ein oder andere Bastelprojekt auf jeden Fall realisieren. Ist alles noch mit dem ganzen System eingebaut. Läuft mit Linux, Kernel 2.6x, Abmessung 140 x 83 x 27 mm, schön klein und kompakt, hier vorne auf dem Tisch steht sie ja, und wiegt insgesamt nur 335 Gramm. Was kann man mit der Pandora alles machen? Spiele. Dafür ist sie konzipiert, da ist sie besonders groß drin. Die Rechenleistung der kleinen Maschine ermöglicht fast alles an Spielen der letzten Konsolengeneration, was man sich so vorstellen kann. Nintendo 64 Emulator existiert, kann man also die Nintendo 64 Spiele auf der Maschine spielen. Amiga 500, ein 1200er Emulator, habe ich auch schon im Netz gesehen. Existiert da auf jeden Fall alle möglichen 3D-Ports von Wolfenstein über Doom, über Duke Nukem und was es da so alles gab. Rise of the Trials und ähnliche Geschichten ist das Gerät absolut zu in der Lage. Internet durch seine Linux-Oberfläche bietet es natürlich auch die Möglichkeiten, zum Beispiel einen Firefox oder einen ähnlichen guten Internetbrowser zu starten. Über WLAN kann man dann eben oder Bluetooth in Verbindung mit einem Handy kann man jederzeit mit der Maschine online gehen, kann dann im Internet surfen, chatten oder andere Geschichten, also alles was über das Internet und über Linux möglich ist, geht auch hier. Dann hat er eben die grundsätzlichen PC-Funktionen. Zum Lieferumfang des Systems ist auch eine Textverarbeitung und Tabellenkalkulation mit in der ganzen Maschine drin. Und eben ähnliche Geschichten wie über USB-Sticks irgendwelche Daten hin und her zu kopieren, funktionieren soweit auch. Was ich noch gar nicht erwähnt hatte, er hat auf der Vorderseite zwei SDHC-Karten-Slots, über die bis zu 64 GB zurzeit als Speicher in das Gerät reingesteckt werden können. 2x32 ist momentan das aktuelle Maximum. 64 GB Karten sind sie aber dran, die sollen mit irgendeinem Treiber-Update in der nächsten Zeit dann auf jeden Fall auch funktionieren, sodass man insgesamt dann mit einer 128 GB großen Konsole durch die Gegend laufen könnte. Ja, und, das soll so mal die Möglichkeiten dieses Systems irgendwo aufzeigen. Im Endeffekt ist dieses Gerät von seiner Leistung her in der Lage, ein aktuelles Netbook fast zu ersetzen, beziehungsweise auch alle Funktionen zu bieten, die man mit einem Netbook machen kann. Bedingt durch die vielen Anschlussmöglichkeiten und Erweiterungsmöglichkeiten kann man sich da eigentlich alles Mögliche vorstellen. Wo kann man sie kaufen? Das ist eigentlich das einzige grundsätzliche Problem. Nicht einfach jetzt beim Mediamarkt oder Saturn um die Ecke, das haut nicht hin. Sie ist leider nur online bestellbar, also direkt praktisch bei diesem Entwicklerteam, die Konsole konstruiert haben. Es funktioniert nur per Vorkasse. Das ist keine Firma in irgendeiner Art und Weise, die dieses Gerät produziert haben und die jetzt von sich aus selber in Vorkasse gehen können, um zum Beispiel zigtausend Stück zu produzieren. Man muss also vorab bezahlen die ganze Geschichte und muss dann warten, bis man diese Konsole geliefert bekommt. Zurzeit produziert worden sind 900 Stück und auch schon ausgeliefert, aber die Produktion ist gerade jetzt im November 2010 angelaufen, um insgesamt 4000 Stück zu produzieren. Dazu sind die entsprechenden Teile und Platinen alle schon halbwegs bestückt, sodass man also kurzfristig da auch, wenn man jetzt bestellen würde, mit einer Lieferung rechnen kann. Der Preis liegt bei 330 Euro umgerechnet, alles zusammen, finde ich absolut für die Leistung dieser Maschine ein absolut fairer Kurs. Weitere Vorteile dieses Gerätes, neben seiner Kompaktheit natürlich und den schon genannten Möglichkeiten, mit einer Akkuladung, da ist ein über 4 Amperestunden Akku drin, mit einer Akkuladung kann das Gerät unter Volldampf mehr als 10 Stunden in einem Rutsch betrieben werden. Konnte ich hier, ich habe die Konsole jetzt erst seit Freitag im Grunde genommen hier. Ich hatte also vorher Kontakt mit den entsprechenden Entwicklern hier aufgenommen, um eine solche Konsole mal hierher zu bekommen, beziehungsweise eigentlich wollte ich einen User hierher haben, der uns die Konsole hier mal zeigen konnte. Das hat leider nicht geklappt, aber sein Nickname ist Evil Dragon, Markus Motzek, wenn ich den Namen jetzt richtig im Kopf habe, war so nett, mir eine solche Konsole als Pressegerät praktisch zur Verfügung zu stellen. Ich hatte auch erst jetzt dieser Tage praktisch zum ersten Mal Kontakt mit dieser Konsole und konnte mich damit ein bisschen auseinandersetzen. Wie gesagt, funktioniert alles sehr, sehr gut und die 10 Stunden Standzeit kann ich dem Gerät absolut bestätigen. Also ich habe es hier die ganze Zeit über nicht ans Netzteil gehängt und es hat einwandfrei
sag ich mal so, hier stundenlang funktioniert. Ich habe es einfach laufen lassen, zugeklappt. Bildschirm ging in dem Moment aus, aber das System lief im Hintergrund komplett weiter. Und ich habe also immer noch Standzeiten gehabt, da nach 8 oder 9 Stunden wurden mir immer noch 40%, 30% Akku oder sowas angezeigt. Das ist also reichlich Dampf drin an der Stelle. Übrigens Netzteil, das wird mitgeliefert, so ein schönes kleines hier. Ganz schnubbelig, winzig. Das Ganze mit reichlich Kabel dran, dass man das also auch gut anschließen kann. Okay, dann will ich euch jetzt mal ein bisschen was von der Konsole zeigen. Wie geht das Ding jetzt an? Achso, Das Gerät hat auch einen TV-Ausgang, nur leider habe ich ein solches Kabel nicht hier. Die sind auch irgendwie noch nicht so richtig produziert worden, diese Kabel. Da gab es wohl noch das ein oder andere Problem mit. Sodass wir uns jetzt erst einmal hier mit so einer abgefilmten Geschichte zufrieden geben müssen. Geht leider aktuell nicht anders. Ist auch nicht besonders scharf, aber ich denke mal, man kann einigermaßen ein bisschen was erkennen hier an dieser Stelle. So schaut das Ganze aus. Das ist praktisch der hochgefahrene Desktop unter Linux. Das ist hier XFCE, der praktisch das Konkurrenzprodukt oder eines der drei möglichen Desktop-Systeme hier unter Linux ist. Entweder ein Gnome, KDE oder eben diesen XFCE. Der ist halt besonders ressourcenschonend und braucht nicht allzu viel Leistung. Ich kann mal ein bisschen was zeigen hier. Hier haben wir dann unser Menü. Fangen wir mal an unter Emulators. Ihr seht, es ist ein Touchscreen, ne? Also der gesamte Bildschirm ist ein Touchscreen, so ein kleiner Stift hier, gehört zum Lieferumfang, wird auf der Unterseite der Konsole auch praktisch eingehakt, sodass man ihn jederzeit mit dabei haben kann. Fangen wir mal an, UAE for all. Jetzt fragt er dich schon, ne? Achtung, die CPU-Clockwert ist hochgesetzt auf 700 MHz, das ist außerhalb der Spezifikation von 600. Ne? Doing so may burn down your house, sour milk or just blow up. Na gut, ist bis dato noch nicht passiert, aber wie gesagt, es gibt andere Anwendungen, wenn wir nachher mal sehen, die reißen ihn auch auf 850 MHz hoch und trotzdem läuft er einmal frei. Die ARM-Prozessoren sind ja eigentlich sehr resistent, was diese ganze Geschichte über Taktung angeht. So, da haben wir jetzt einen Amiga-Emulator. Ich muss mal kurz gucken, dass ich den hier einmal eingestellt kriege. Ich muss hier einmal unter More Options. Nee, das ist noch okay. So, ich starte mal. Hurricane 2 habe ich jetzt hier und dann auf den Startknopf. Jetzt macht er, wie man das vom Amiga kennt, von dunkel langsam zu hell. Hat jetzt hier das Spiel gestartet. Ich kann jetzt hier ein paar Einstellungen machen. Das ist mit Trainer. Ich möchte aber einfach mal ganz normal den ganzen Kram starten. Ein bisschen den Ton noch auf. Und wir warten, kommt gleich. Ups, was war ich? Ja, wir haben ja einen Mordkampf oder was? Wir haben ja. Ja. So, und jetzt habe ich hier Joystick-Modus. Ja, das ist ein Turrican-Spiel, ne? Und schon tot. So von der Seite nicht ganz so einfach. Aber ihr seht, läuft absolut gut. Keine Probleme damit. Beende die ganze Geschichte mal wieder. So, was auch so ein bisschen schön die 3D-Leistung des Gerätes zeigt, das kann ich euch mal hier zeigen. Das ist ein Nintendo 64 Emulator, der will noch mehr Dampf haben, der geht jetzt hoch auf 850 MHz.
Jetzt kann man auch sehr schön sehen, dass man, jetzt kann man mit diesem Spiel hier sehr schön den analogen Controller oder einen der analogen Controller mal testen. Also mit dem kann man sehr feinfühlig hier die ganze Geschichte steuern. Und ihr seht schon, ne, kommt überhaupt nicht ins Stottern oder so etwas, egal wie viele 3D-Effekte hier so im Hintergrund zu sehen sind. Es läuft alles sehr smooth mit Ton, mit allem drum und dran. Das zeigt also sehr schön die Leistungsfähigkeit der Konsole. Ja, was ich vorhin erwähnt hatte, man kann natürlich auch so PC-Funktionalitäten machen. Ich zeige mal Abi World hier. Einfache Textverarbeitung. Wie man ein bisschen sehen kann, mache ich mal hier. Kamera. Ja, die geht im Haus, die macht man nochmal hin. Wenn du mir sagst, welchen Knopf ich drücken muss. Ich habe keine Funktion. Weil die ja nicht aufnimmt. Deswegen geht sie dann aus. So, ich küsse direkt und aufnehmen. Das kann ich besser machen. Oh, keine Chance. So, jetzt haben wir nochmal hier Abi World Textverarbeitungsprogramm mit allen Funktionalitäten. Kann ich mal hier ein bisschen rumtipseln. Also ihr seht, das geht alles. Kann man auch gut mitarbeiten. Videoabspieler und dergleichen ist natürlich auch alles an der Stelle mit drin. WLAN und dann ein bisschen Internet browsen. Mal gucken, komme ich auf den Meeting rauf. Versuchen wir mal unser Bestes. Es geht da unten per WLAN ins Internet, versucht hier Verbindung. Ist nicht stark, ja. Ist nicht besonders stark hier drüben, das WLAN reicht nicht hier ganz rüber. Ich starte jetzt mal einen Internetbrowser. Kannst du noch gar nicht mehr. Google kommt dann schon mal. Google kam schon mal, ne? Funktioniert. So, jetzt kurz gucken. Geht auch in Porn? Flash kann er nicht. Es gibt keine ARM-Umsetzung von Flash. Ich lade jetzt mal die Haupt-Homepage für das Gerät. Auf der könnt ihr eigentlich auch alle weiteren Informationen euch anschauen und herunterladen. Alles rund um die Pandora. Also noch ein paar Bilder aus meiner Präsentation hier. Das ist die offizielle Homepage für die Pandora, da ist das Bild auch zu sehen. Sehr schön sehen. Ja. Da ist auch eine große Community dahinter, wo man also auch in Foren und so weiter alle mögliche Hilfe bekommt. Es gibt ohne Ende Internetseiten mit Software, es gibt eine große Wiki. Pandora Wiki, wo alle grundsätzlichen Informationen drin sind, auch was für eine Hardware zum Beispiel an der Maschine funktioniert. USB Network Adapter, also USB LAN Adapter funktionieren zum Beispiel, UMTS Modems und dererlei Geschichten. Nur, dass ihr das mal seht, dass die ganze Geschichte funktioniert. Ich stecke nochmal auf der Rückseite in den USB-Port, der ist wie gesagt auf der Rückseite ein ganz normaler USB-A-Port, mal meinen USB-Stick rein, wenn ich dann hier so dahin komme, um mich hier selbst zu zertüdeln. Kleinen Augenblick nur warten und dann taucht mein 16 GB Stick da auch schon auf. Wird gleich automatisch formatiert. Genau. Format 10 Rückpunkt. Das ist alles so einfach hier. Die Maus anschließen. Kann man, Maus und Tastatur. Ah, jetzt. Ne? So, da könnt ihr sehen, da ist mein Stick. Hier sind ein paar Sachen drauf. Wo sind die Bilder drin für diese kleinen Plättchen, die da drüben drauf sind? Das ist da hinterlegt. Ja, Maus ist eine Mobilität. Ne? Maus-Tastatur, einen Hub anschließen, dann kann man Maus-Tastatur anschließen. Über den Ausgang kann man dann eben auch S-Video schön an Fernseher oder Monitor dann anschließen. Und lässt den dann im Grunde genommen komplett zusammengeklappt irgendwo stehen, arbeitet damit und wenn man dann eben
wenn man dann weggehen will, einmal den großen Stecker hinten abziehen und hat alles dabei, was man an der Stelle braucht. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, auf der Internetseite www.openpandora.org findet ihr eigentlich alle möglichen Informationen über die Konsole und einige weiterführende Links. Und ansonsten stehen natürlich auch jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Ihr könnt euch das Gerät gerne auch mal selbst angucken, könnt ein bisschen mit rumspielen jetzt hier auf dem Meeting. Ne? Das ist natürlich jetzt hier nur relativ unscharf, aber der Bildschirm ist schon echt brillant, das kann man nicht anders sagen. Okay, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ja, danke. Danke. Klein, stark, schwarz, ne? Klein, stark, schwarz, das ist, genau. Das hätte, ich mal, das hätte meine erste Folie sein müssen. Mensch, du warst so, als ich das hätte gebraucht.